Ja, Bitches, ich hab doch gesagt, ein zweiter Teil kommt. Wir versuchen, so viel Kalorien wie möglich zu essen und das innerhalb von 24 Stunden. Alle Verlierer am Markt machen sich die Seiten auf Null. Fun Fact, er hat eine Laktoseintoleranz. Okay, Marc, erzähl uns deine Story. Was ist gerade eben passiert? Farid, der Bastard, hat sich im Hauptbahnhof hinter so einem Schild versteckt. Ich bin so gelaufen mit meiner Burger-Tüte und dann hat er mich vollgesprüht mit Foodspray. Ich habe mich übel erschreckt und dann habe ich so mit der Tüte, wollte ich ihn so schlagen und dabei ist sie unten aufgerissen am Tütenboden und der Big Mac ist durch den halben Gang geflogen. Und liegt du hast da jetzt. Damit eine Frau getroffen. Ah ja, du hast damit eine Frau getroffen? Keine Ahnung, ich habe es nicht gemerkt. Die haben alle geguckt und er ist einfach nur außen rumgelaufen, ja. Hat was aufgehoben und ist weggegangen. Ich habe den Hamburger noch aufgehoben, weil der war noch ganz. Ja. Und jetzt ist der Big Mac weg. Und jetzt hast du 6000 Kalorien, ja? Nein. Ich habe 6300. Okay, wir sind jetzt auf dem Weg zu McDonald's. Also, wir essen jetzt unsere drei Hamburger. Der Gewinner bekommt 500 Kalorien extra nochmal. Und natürlich die Kalorien der Hamburger. Und dann sind wir mal ganz gespannt, wie das jetzt gleich laufen wird. Ich gehe jetzt ganz kurz scheißen und ich gebe Paula die Kamera. Bis dann. Outfit-Check. Scheiße, die Schuhe sind 1000 Euro. Die gibt es nur dreimal auf der Welt. Schon sehr abgetragen, deswegen eigentlich 2000 Euro wert. Und die Hose 300 Euro. Dreh ich mal ein bisschen. Bei Gucci. Gucci Adidas Corporation hier. Gucci sieht man nur innen drin. Designer-T-Shirt von irgendwas mit Tom. Tom. Ja, genau. Tom Ford. Wichtigste Frage, woher ist die Maske? Von Tante. 300 Euro. Unbezahlbar, weil meine DNA ist da drin. Die hat einfach real. Alter, zieh den Bauch an. Das ist gar nichts, Marc. Na gut, okay, also. Wir waren jetzt gerade hier alle auf Toilette. Oder ich, also Jonathan und ich waren schon auf Toilette. Ich auch. Und Marc auch. Farid geht jetzt auch noch und Salim auch und wir mussten alle groß, also es dauert jetzt noch eine Weile, bis wir mit der Challenge anfangen. Mach nochmal. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Das ist Spaß. Alter. Mein Gott, hör auf zu lachen, das ist so scheiße. Ja. Hey. Wenn du bereit sein, falls jemand kotzt, dann mitgehen. Paula, mach dich mal bereit wegen Farid. Guck ihn dir an, Film ihn mal mit. Kannst du eigentlich... Farid, wie geht's? Ich kotze gleich. Alter, guck mal den Bauch. Man sagt davon, die Hälfte der Gruppen ist ja noch mindestens die Hälfte der Verlierer. Richtig, normal. Alter, das ist richtig eklig. Mach normal. Okay. Ich geh jetzt auf Klo, ich muss raus. Danke, dass du mit mir redest, Kamerafrau. Nicht meinen O-Saft trinken. Jetzt. Du kriegst 1 Euro von mir, wenn du da jetzt ein Massage machst. Nochmal. So. Hallo. Wir sind hier am Start mit Lea. Marc ist gerade dabei, seine Milch zu trinken. Der wollte die auf Toilette trinken gehen, der Wichser. Ich weiß ja, ganz beim Kacken. Der hatte geschummelt. Der hat auf jeden Fall geschummelt. Ich weiß. Salim, wie läuft's jetzt bei dir? Ganz okay. Warum, fragst du? Wie viele Kalorien? 8300 bis 400. Was hast denn du hier zu nehmen? Ich dachte, wenn man es dabei aufnehmen könnte, dann macht immer quer vor. Ja, machen wir. Weil dann können wir es. Nochmal! Nochmal wollt ihr sehen, ja? Ihr wollt es sehen? Denk
Nee, doch nicht so lange. Ach, herrlich. Alle lieben mich. Und am meisten liebt mich Talim. Ich hasse dich. Oh, er hasst mich, wie es aussieht. Wir gehen jetzt ins John Reed und machen da unsere Sport-Challenges. Das ist auch der Grund, weshalb keiner mehr von uns irgendwas isst, weil niemand kotzen will. Und dann gucken wir mal, wie der Tag noch läuft. Ganz kurz, um das festzulegen, wie viele Pluspunkte bekommt man pro gewonnene Challenge jetzt? Wollen wir 300? 500, nicht 300. Ja, 300. 300 Punkte. 300 Kalorien. Okay, bis gleich. Okay, ich habe jetzt den Orangensaft endgültig ausgetrunken. Jetzt bin ich bei 11.000 irgendwas, 11.300 oder so. Hat die Schokomilch ausgetrunken im Bus. Wie viele Kalorien hast du jetzt mittlerweile? 7.300, glaube ich. Okay. Ja, 7.300. Also pass auf, wir machen jetzt Rudern, 300 Meter, wer die zuerst schafft, immer zwei Leute gegeneinander. Wir machen es so, dass der Gewinner von, nee, das ist unfair, der allgemeine Gewinner von der Zeit her bekommt 300 Kalorien. Und zuerst treten Marc und Salim gegeneinander an, zwei Leute stehen daneben und achten dann auf die Zeit. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Stopp! Er hatte 57 Sekunden. Seid ihr dann bereit? Ja. Okay. Oh, John, mir kotzt gleich. 3, 2, 1. Nein, nur Farid hatte eine andere Stufe. Aber Farid hat auch 10 gehabt, ne? Ja. Schau. Aber Farid hat eine 5, aber ist egal. Okay, wir haben es jetzt 17:50 Uhr. Wir sind schlafen alle und sind alle K.O. Aber ich nicht. Wir gehen hoch und essen jetzt ein bisschen was. Komm, wir gehen jetzt. Jörg, haben wir jetzt ganz viel essen? Burger. Käsebällchen, Käsewürfel. Was gibt's bei dir jetzt, Chris, zu trinken? So nach dem Training, Post-Workout? Ja. Okay, ich habe jetzt gerade das getrunken hier. Ist 18:30 Uhr. Haben wir reingetrackt, 18:30 Uhr. auf jeden Fall ist alles komplett räudig jetzt hier. Ist wirklich einfach nicht mehr schön jetzt. Was? Wie lange warst du kacken, Junge? Junge, das war richtig angenehm. Hey Lea, du ganz aber jetzt mehr. Erst 12.200. Junge, Nein. Er ist da! Der hat ein bisschen Milch in der Hand. Nee, Sahne. Nein, Jonathan. Drei Flaschen oder so. Ja, mit seiner Sahne. Nein. Er wird sterben. Ich hoffe, der kriegt so fett Durchfall. Ich hoffe, du kriegst richtig Durchfall von der Sahne. Hab ich schon. Ich bin jetzt bei 66 Euro. Das war 11.000. Hab jetzt. Ich trinke einmal das. Hey, 8.700 und der hat 9.000 irgendwas. Richtig hibbelig. Es wäre voll cool, wenn ihr auch so ein Lokal hättet in eurem Ort. Ich hab mein Zettel erreicht, Leute. Vorhin kommst du so nach. Wir gehen jetzt zum Fahrrad. Es ist 19:15 Uhr. Wir haben noch 4 Stunden und 45 Minuten.
Spielzeit, dann ist die Schalle vorbei. Bei Farid legen wir uns alle hin und schlafen komplett ein. Das ist noch so viel Schlagsahne. Und dann bin ich bei 13.221 Kilokalorien. Und damit bin ich vor ihm. Da steht, wo es mag hin. Achso. Hast du hinter deinem Rücken? Film mal, Harid. Wo ist das Poopspray? Max, hör mal auf. Nein. Der hat das Poopspray. Junge, ich mach da nicht mehr mit. Ich hab's nicht. Hol deine andere Hand jetzt vor. Es ist 19.23 Uhr. Er holt jetzt 8 von diesen Brownies rein. Das sind ein bisschen mehr als 1000 Kalorien. Damit überholt er mich wieder ganz leicht. Das ist jetzt noch das letzte bisschen Sahne, was ich habe. Und dann bin ich 13.221 Kalorien. Okay, ich werde jetzt was sehr Riskantes machen. Mir wird die Challenge gerade zu knapp mit Jonathan, weil der echt aufholt. Deshalb werde ich jetzt, mir ist eh schon ein bisschen schlecht, einen Liter Sahne wegexen. Das sind 3000 Kalorien. Und dann werde ich versuchen zu kotzen, so viel es geht, mit einmal so richtig, sodass ich wirklich 5000 Kalorien auskotze. Weil dann, the cam. Ja, warte, Mann, warte, verpiss. Warte kurz, weil dann habe ich trotzdem 1750 Kalorien plus gemacht. Und das ist geil. Und dann kann ich wieder hoffentlich essen. Bist du dabei, Lea? Yes, I am. Okay. Scheiße. Komm schon. Geile Sache. Boom, viel Käsepizza, 150 Gramm extra Käse. Wie spät ist es? Es ist 21 Uhr. 21 Uhr ungefähr. Ich bin krass. Video läuft. Hallo, du musst doch sagen, was du trinkst, Junge. Wie spät? Also, es ist 21:01 Uhr. Ja. Und ich trinke Milch mit Kakaopulver und bin kurz vor den 9000. Für den alle anderen fast 10.000. Und dann kommen noch Biscuits. 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 Die Challenge hat ja jetzt ganz schön plötzlich aufgehört, einfach gegen 22 Uhr und dann gab es keine weiteren Videos mehr. Es gab auch noch keine richtige Siegerehrung, das ist gar kein Problem, Leute, gar kein Problem, kommt runter, weil es wird so eine Art zweiten Teil geben, weil es gibt ja eine Bestrafung. Und zwar, dass die Leute sich die Seiten auf Null schneiden werden und ich muss es nicht, denn ganz genau, hier seht ihr einmal eingeblendet, wer der erste Platz ist, wer der zweite Platz ist, wer der dritte Platz ist, wer der vierte Platz ist und wer der fünfte Platz ist. Genau, okay, viel Spaß. Haben nicht nur vier Leute mitgemacht? Nein, haben es nicht. Nochmal, viel Spaß, wir machen jetzt beide mit unserer Hand auf die Kamera, weißt du okay. Das? Okay.